Ich habe auf Twitter immer fleißig verfolgt, was du so geschrieben hast. You're amazing. Just as I wanted. Hä? Ich dachte, ich kann jeden Kofferraum knacken. Und in Werkstatt. Ja, das habe ich gelesen. Jetzt bist du wieder grün. Du hast deine Farbe geändert. Oh, drei Reifen. Wir müssen wieder mal gucken, ob wir Reifen nachbestellen können. Was macht unsere Angestellte eigentlich? Mal wieder gar nichts, oder? Der Seite. So. Wie spät haben wir es eigentlich? Okay, ein bisschen Zeit. Spielt wieder Staubfänger? Ja, ich glaube, sowas so richtig sinnvoll. Ist sie gerade nicht unterwegs. Vielleicht mal gucken. Am Ende arbeitet sie wieder nicht, weil sie nicht bezahlt wird. Erst kurz die Kunden bedienen. Oh, ich sehe ja jetzt erst, was unsere nächsten Aufgaben sind. Aber dann müssten wir, glaube ich, unsere Tankstelle auf Level 5 haben. Und mehr geht dann, glaube ich, gar nicht. Have a nice day. Und ich muss mal gucken, ob wir unser Lager schon wieder verbessern können. Hier liegt schon wieder ein Fisch. Weil rein theoretisch, da wir jetzt ja noch mehr Sachen verkaufen können, müssten wir auch unser Lager vergrößern können. Sonst kommen wir irgendwann gar nicht mehr hinterher, das Zeug nachzubestellen. Mit den begrenzten Kapazitäten. Kurz tanken. Super. Hat bloß 400. Oh, guck mal, wir haben jetzt eine Terrasse. Hat bloß 400 gekostet. Könnten dann rein theoretisch bald auch so, sie macht die Kasse. Wir könnten dann auch die Werkstatt noch verbessern, aber da müssen wir dann noch eine zusätzliche Tätigkeit tätigen, was auch wieder alles Geld kostet, um die Teile zu besorgen. Weiß nicht, ob wir das schon machen sollten. I am not so sure.
Ich sag's euch, das Kofferraumknacken kostet mehr Zeit, als es uns einbringt. Kauft Mo sein Merch. Mo? Kauft Mo sein Merch? Was gibt's eigentlich? Es gibt Tassen. Ich bin immer ein Riesenfan von Tassen, obwohl ich so viele Tassen habe. Kauft mehr Tütensuppen. Ich habe heute eine Fertigsuppe gegessen. Von der Firma, wo ich arbeite. War gar nicht mal so schlecht. Nein, das muss ich nicht sagen, weil ich dort arbeite, sondern weil ich die tatsächlich gar nicht mal so schlecht fand. Gucken, ich werde die Tage mal eine andere probieren, die auch cool ist. Öl fehlt auch noch. Bloß ein Reifen. Wir müssen wieder Reifen bestellen. Meint, hier lag doch gerade auch noch irgendwo Müll, oder? Da lag der Müll. Ach, wir haben jetzt hier auch noch mehr Toiletten, die wir quasi kaufen könnten. Ich glaube, ich mache, wenn wir heute aufhören zu spielen, mache ich die Tankstelle dicht. Dann werde ich offline alles mal streichen und alles zurecht machen. Und dann können wir uns beim nächsten Mal angucken. Weil auf der nächsten Stufe müssten wir Batterien auch noch wechseln und die müssen wir dann auch immer erst kaufen. Schleichwerbung? Ich habe ja nicht gesagt, welche Firma. Werde ich auch nicht sagen. Ich habe nur gesagt, dass meine Firma unter anderem Fertigsuppen herstellt. Meine Firma vor allem. Ich hätte vielleicht Geld übrig lassen sollen, um Sprit zu kaufen. Was? Incredible. Thank you. Sie kassiert immer noch ganz fleißig, das finde ich gut. So, Nestle? Nee. Nein. Nestle habe ich nichts am Hut. So, da kommt der Lieferant. Rudi hat nur diesen einen Haufen wegzumachen gehabt. Für 10 Cent arbeite ich. Ich verdiene ein bisschen mehr. Minu Kappa.
werde ständig aus Bonn angerufen. Ich weiß nicht, wer das sein soll. Aber mich ruft immer eine Nummer aus Bonn an. Das ist der Phasmo-Stromschalter, ja. Ich hab dich bezahlt. Geht's dir jetzt besser? Danke. Oh, die Hüte sind alle weg. Warum? Es ist total doof. Wenn du die bezahlst, musst du denen direkt die Arbeit nochmal zuweisen. Irgendwie doof. Oh, habe ich eine Blume bekommen? Ist das eine Blume? Und $15. Ich gehe nicht ran, wenn ich die Nummer nicht kenne. Wer soll es denn sein? Soll das jemand sein, der mir sagt, hey, cool, Überraschung, übrigens, die haben im Lotto gewonnen, obwohl sie kein Lotto spielen? Oder? Ich gehe bei fremden Nummern nicht ans Telefon. Spiegel. Geht ihr bei fremden Nummern ans Telefon? Seid ja mutig. Und schon... Also die Müllsäcke sind ein bisschen buggy. Buggy. Ich gehe nicht mal bei bekannten Nummern ans Telefon. Ja. Naja, gut, doch. Wenn ich sehe, das ist jemand aus der Familie oder so, gehe ich schon ran. Aber ich werde so selten angerufen. Ich bin immer erschrocken, wenn mein Telefon überhaupt klingelt. Und dann sind es halt so Nummern, die ich nicht kenne. Diesen Sprit nachbestellen. Thank you. Ich kann sie nicht aufheben. Ja, das klappt mit der Pflanze da nicht so. Wenn ich sie aber hier hinstelle, kommt wieder niemand mehr durch. Haben die Leute vor Schreck, weil sie hier nicht durchgekommen sind, direkt den Müll fallen lassen. Weil die böse Pflanze im Weg stand. Great. Ich glaube, sie geht gleich in die Pause, weil sie keinen Bock mehr hat. Dann müssen wir die Kasse wieder machen.
Wupp, sehr gut, Susi. GG. Und vielleicht machst du die letzte ja auch noch. Hallo, Mr. Fox. Ich habe das Spiel in Streams gesehen. Und dann hat die liebe Susi mir das Spiel geschenkt zum Geburtstag. Ja. Und seitdem spiele ich das. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich jetzt habe, aber so um die 8. Ich glaube, 8 Stunden müsste ich jetzt haben. Ich muss einen Spiegel kaufen. Just as I wanted. Jetzt bin ich wieder Alleinunterhalter. Ich könnte rein theoretisch ja auch eine zweite Angestellte einstellen oder einen zweiten Angestellten. Wir bezahlen die ja an sich nur, wenn die arbeiten. Wir bezahlen die ja nicht dafür, wenn sie rumsitzen. Vielleicht sollten wir noch eine zweite Person einstellen. Was sagt ihr, Chat? Sieht auf jeden Fall spaßig aus. Es macht auch Spaß. Es ist stressig ab einem gewissen Punkt, aber es macht auch Spaß. Oh, der Müll ist schon wieder voll. Also ich denke... Viel mehr als 20 Stunden bekommst du mit dem Spiel so nicht voll. Es ist immer mal wieder abwechslungsreich, wenn du was Neues freischaltest. Ansonsten ist es halt ein Simulator. Ist wie das echte Leben. Oh, die erste Brille, die wir verkaufen. 7,70 Euro. Wow. Es ist irgendwann, wiederholen sich die Aufgaben. Aber ich muss sagen, dass ich nach diesen 8 Stunden immer noch sehr viel Spaß an dem Spiel habe. Und du kannst demnächst auch den Anfang vom Spiel auf meinem YouTube-Kanal sehen. Ich habe aus dem ersten Stream habe ich Folgen geschnitten und lade die bei YouTube hoch. Du kannst die voraussichtlich ab Montag sehen. Genau. Falls du da Lust hast. Aber im Groben, grob zusammengefasst, du musst halt eine Tankstelle leiten. Und aufbauen. YouTube. So, das Auto können wir ja wieder, da gibt es ja nichts zum Knacken, ne? Das ist das erste Mal, dass es fehlgeschlagen ist. Super.
Wobei ich die Mechanik immer noch ein bisschen komisch finde beim Schlösserknacken. Und schon habe ich wieder die Dead by Daylight Steuerung genommen und beim Skillcheck Leertaste und nicht die Maustaste gedrückt. Und ja, jetzt ging gerade alles schief. Ich bin überarbeitet. Prost. Ich trinke gleich was, wenn ich die Kunden bedient habe. Wir müssen Ware nachbestellen. Zumindest vielleicht 1-2 Hüte, wobei, ich weiß nicht, ob sich Hüte so lohnen. Wow, super. Dennis ist schuld. Dennis ist an allem schuld.